sind wir wieder unterwegs. Heute soll der große Sturm kommen, was im Wetterbericht schon gesagt wurde. Hier ist es aber noch wunderbar. Leichter Wind, nicht so schlimm. Ich versuche mein Glück. Wir sind noch mal hier in der Gegend, wo wir das letzte Mal waren. Schauen wir mal, was geht. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Finde ich klasse. Ja, das Sondeln ist halt meine Leidenschaft. Und jetzt fangen wir gleich mal an, ohne weiter viel rumzulabern. Ja, auf geht's. Und hier The First Find. Und ich befürchte, wir kennen den Fund schon. Wie beim letzten Mal. Der erste Fund, YouTube. YouTube. Ein Loch ist im Eimer und es bleibt Schrott natürlich. Vielleicht bringt's ja Glück. Jo, was ist denn das hier? Oh. Nichts Sammelwürdiges, denke ich mal. Ein Fragment und landet natürlich beim Schrott. Ja, das Wetter verändert sich langsam. Schaut, der Himmel wird dunkler. Der Wind frischt auch etwas auf. Aber nichtsdestotrotz immer noch sehr schönes Wetter. Ja, und weiter geht's, würde ich sagen. Tja, unverhofft kommt oft die Ummantelung von einem Bleigeschoss aus Kupfer. Hier muss es drin sitzen. Wollen wir mal gucken. Au, nein, doch nicht. Ich dachte, eine Münze. Aber was haben wir hier? Na, ich würde mal sagen, ein bescheidenes Fragment von einem Knopf. Nun ja, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Am Arsch liegt's nie. Der Wind kommt jetzt auch, man hört es wahrscheinlich, aber dies hier ist auf jeden Fall Müll. Eine Patronenhülse und nochmal eine Patronenhülse. Hier haben wir einen alten Planenring. Hier haben wir es und schaut, ein Stimmplättchen-Fragment von einer Mundharmonika. Angeblich ist das ja immer ein gutes Zeichen, denn wo man diese Plättchen findet, waren auch Menschen, haben musiziert, haben eventuell gefeiert. Und auch ein Tänzchen auf dem Feld bzw. auf der Wiese gemacht und dabei eventuell etwas verloren, was wir dann vielleicht finden. Oh, nun gut, ein Bottletop und heute in Orange. Und da eine sehr schöne Scherbe auf dem Feld. Ja, heute ist es ein hartes Brot. Hier schlägt der an, der Pinpointer. Hier müsste es drin sein. Nein.
Es ist noch drin, hier ist es auch nicht. Doch, da. Da habe ich es in der Hand. Schaut. Hier ist es. Ist bearbeitet. Könnte durchaus sein, dass es sich hier um einen Pfeifendeckel handelt. Denke ich mal. Wir werden es gleich sehen. Hier der nächste gute Fund, glaube ich. Rund ist es, ganz klein. Schaut. Ja, ich denke, es ist ein Knopf. Ja. Ein winzig kleiner Knopf mit abgebrochener Öse. Na, aber immerhin. Erkennen kann man nichts mehr. Sehr ruhig hier. Und da freue ich mich natürlich über sowas auch sehr, obwohl das nun wirklich nichts Exzeptionelles ist. Ein kleiner, unbedeutender Knopf. Aber vielleicht war er mal sehr bedeutend für den Träger. Nehmen wir an, es handelt sich um einen Hosenknopf. Und dann ist er doch ein sehr wichtiges Utensil gewesen. Ja, und jetzt geht es gerade Schlag auf Schlag. Keine tollen Funde, also nichts Wertvolles. Aber immerhin haben wir hier, denke ich mal, einen Griff, einen Besteckgriff von Löffel oder Gabel. Jetzt haben wir wieder eine Schnalle gefunden. Da sitzt sie drin und ich glaube sogar eine aus Bronze. Mit, wow, mit Eisendorn. Schaut euch das an. Boah, wie schön. Das ist ja toll. Ah, herrlich. Eine D-Schnalle, eine kleine aus Bronze mit Eisendorn, die ich jetzt mit Sicherheit nicht bereiben werde, sondern erst zu Hause reinigen werde, damit ihr einen schönen Gesamteindruck von dem Stück bekommt. Mensch, klasse, hey. Meine Lieblinge, die Schnallen, ich liebe sie. Genauso wie schöne Knöpfe. Münzen sind auch toll, besonders wenn aus Silber oder Gold. Aber, wie gesagt, Sondelandis Lieblinge sind Schnallen und Knöpfe. Klasse. Hier ein Eisenteil, hier steckt's drin. Aber auch hier ist die Fundbestimmung nicht ganz so einfach.
Naja, vielleicht fällt euch ja was dazu ein. Einfach in die Kommentare schreiben. Ihr wisst ja, ich beantworte jeden Kommentar. Ja, vielleicht fällt euch ja was dazu ein. Schaut, so wie es aussieht, habe ich wieder einen Knopf zutage befördert. Sehr schön. Ich glaube, ich habe ihn leicht getroffen. Aber man kann ihn noch erkennen. Er ist auch nicht ganz kaputt. Er hat eine kleine Macke. Aber das kann natürlich immer mal passieren. Egal, ein schöner, ja, ich denke mal Sternknopf. Prima. Hier habe ich eine kleine, ich glaube, Anstecknadel gefunden. Die Nadel ist vorhanden. Was allerdings vorne drauf ist, kann ich nicht sagen, kann man noch nicht erkennen. Mal sehen, ob man es überhaupt sauber kriegt. Muss ich mal schauen. Zum Teil ziemlich steinig hier. Oh, ich denke, ihr habt schon gesehen. Und hier haben wir eine halb zerfallene Hütte, die gerade im Begriff ist, den Geist aufzugeben. Es steht auch noch was drin. Wollen wir mal einen Blick wagen, wenngleich es sehr gefährlich aussieht, sehr einsturzgefährdet, aber schaut, eine alte Ecke und alte schöne Gerätschaften. Oh, das ist ja toll. Hier ein altes Fass, aber nicht mehr zu gebrauchen natürlich. Man sieht die alten Dauben, die Fassdauben. Hochinteressant, hier kommt das Dach schon runter. Ja, seltsamerweise fängt es jetzt noch an zu schneien. Schaut. Drahtgewirr, also die Ecke ist ja toll, die wäre ja richtig was für das Museum. Ja, so ist das hier. Ursprüngliche Natur, ursprüngliches Wetter, mehr kann man dazu nicht sagen. So Freunde, jetzt ist gut, jetzt wird's nass hier und der Sturm nimmt zu. Irgendwann muss auch Schluss sein. Ich werde mich jetzt nach Hause begeben. Ich wünsche euch eine gute Zeit, bedanke mich, dass ihr dabei wart und würde mich sehr, sehr freuen über ein, ihr wisst es ja schon, Thumb up oder sogar ein Abo. Ja, und wir sehen uns eventuell zum Gewinnspiel oder vorher schon, müssen wir schauen. Schönen Dank, macht's gut. Euer Sondelandi.